Ganz, ganz herzlich willkommen zu diesem Vortrag hier in Bad Waltersdorf im Quellenhotel. Schön, dass ihr da seid. Das Master-Key-System hat für mich 4 grundlegende Fragen beantwortet. Nämlich erstmal, wer ist das große Ganze, das wir Gott nennen oder universelles Bewusstsein? Wer bin ich? Also nicht die Person, sondern wer bin ich wirklich? Was ist die Verbindung zwischen mir und dem großen Ganzen? Und viertens, wie kann ich mir die Verbindung zwischen mir und dem großen Ganzen zunutze machen, um richtig, ich sag mal, ein geiles Leben zu leben? Das Master-Key-System nimmt eine bestimmten Platz ein. Aber es gibt noch andere Plätze, es gibt noch andere Aspekte, die in diesem Bereich der bewussten Lebensgestaltung auch wichtig sind. Das sind wir, im Idealfall natürlich schön in der Ruhe und zentriert und mittig und nichts kann uns umwerfen. Aber Fakt ist, dass die meisten von uns nicht sie selbst sind, wenn das jetzt richtig ausgedrückt ist. Wir sind nicht wir selbst. Wir haben in den wenigsten Fällen wirklich Ahnung von dem, wer wir wirklich sind. Das Problem ist aber, wenn du nicht weißt, wer du wirklich bist, weißt du nicht, was dir liegt, weißt nicht, was mit dir in Resonanz geht. Wir müssen erstmal Wissen aufnehmen und verarbeiten. Denn wenn wir kein Wissen haben, haben wir kein Bewusstsein. Wenn wir kein Bewusstsein haben, können wir auch keinen Nutzen aus bestimmten Dingen ziehen. Und wenn das nicht geil ist, weiß ich nicht, was geil ist. Was noch viel geiler ist als das, das sind die, die sich das ausgedacht haben. Denn dieses System ist älter als die Astrologie. Und wenn ihr glaubt, dass das alles Hokuspokus ist oder was Unsinniges ist, das ist ein System, da steckt Struktur dahinter. Und alles, was ihr in eurem Leben seht, alles, was ihr in eurem Leben wahrnehmt, besteht aus Struktur. Hier, dieser Saal, diese Säulen, alles, der Stuhl, auf dem ihr sitzt, alles Gesetzmäßigkeiten. Und da kommt eine schöne Sache aus dem Master-Key-System, wo Charles Hanel sagt, du bist nur für das empfänglich, mit dem du in Resonanz bist. Das heißt, alles das, was du jetzt hörst, sollst du hören. Das, was mit dem du nicht in Resonanz bist, nicht in Einklang bist, das geht an dir vorbei. Der Glaube erfüllt eine bestimmte Funktion und es ist die, uns zum Wissen zu führen. Und wenn uns der Glaube nicht zum Wissen führt, können wir ihn in die Tonne treten. Es gibt Milliarden von Menschen, die glauben an irgendetwas, aber das beweist gar nichts. Nichts. Du willst immer zum Wissen kommen, weil in dem Wort Wissen steckt das Wort Gewissheit drin. Und Gewissheit heißt Ordnung und Struktur, Verlässlichkeit. Eine Verlässlichkeit, die dir dann wieder die Möglichkeit gibt, deine Aufmerksamkeit auf andere Dinge zu richten. Und auf einmal weißt du was davon und Wolfgang hat das vorhin schon so schön angekündigt, du hast keine Ausreden mehr. Nach meinen Vorträgen kannst du nicht mehr nach Hause gehen und sagen, ich habe es nicht gewusst, weil du bei diesem Vortrag die Basis kriegst für dein richtig, richtig geiles Leben. Ist mir scheißegal, wie alt du bist, was da für eine Ausbildung du hast, wo du stehst, was dein momentaner gesundheitlicher Zustand ist, was dein momentaner finanzieller Zustand ist, was dein momentaner Beziehungsstatus ist, ist mir völlig egal. Ich weiß, das ist relativ und weil es relativ ist, kann es sich ändern. Und wenn du die Willenskraft aufbringst, dein Wissen mit Handlung zu verbinden, dann gehst du in die richtige Richtung und erfindest dich komplett neu. Das sind alles Einweihungswege. Das sind Wege, die uns aus unserer, ich möchte mal sagen, entwicklungstechnischen Primitivität herausholen sollen und uns zu bewussten Mitschöpfern machen sollen, zu Gott unter Göttern. Wir haben eben diesen Sonnenkalender und das ist der einzige Kalender, der für uns eine Rolle spielt. Auf dieser verfluchten Erde, um diese verfluchte Sonne herum. Jahr ein, Jahr aus, Jahr ein, Jahr aus. Das ist das Einzige, was wir wissen. Die Mayas hatten 17 Kalendersysteme. Und deswegen drehen wir uns im Kreis, im Teufelskreis, weil eben wir nur ein Kalendersystem haben, was zur Bewusstseinsentwicklung vollkommen ungeeignet ist, weil es eben materieller Kalender ist. Und ihr dürft euch jetzt gerne mal fragen, warum weder das mit dem Maya-Kalender, noch das mit den Karten, noch das mit dem Tarot, noch das mit der Numerologie, noch das mit der Astrologie in der Schule gelehrt wird. Das ist kriminell. Du weißt, wer wann auf welchem Schlachtfeld von welchem verdammten Pferd gefallen ist. Aber du hast keine Ahnung über dich selbst. Du weißt nicht, wer du bist. Du weißt nicht, wie du dich harmonisch durchs Leben bewegen sollst. Vielleicht kriegst du das mit, weil irgendwo Bekannte vielleicht in meiner Loge waren oder Rosenkreuze waren oder Interesse an solchen Sachen hatten. Aber im normalen Bildungssystem ziehst du bei all diesen Sachen eine absolute Niete. Und dadurch, dass wir uns nicht darauf verlassen können, dass das von oben kommt, müssen wir das selber machen. Und glücklicherweise sitzt ihr heute Abend hier und könnt euch auf die Schulter klopfen. Weil ihr kriegt jetzt diese Informationen.
ihr könnt euch alle mal kollektiv lieb haben. Weil Millionen heute Abend wieder vorm Fernseher sitzen und sich irgendwann irgendwas Hirntodes angucken. Und wenn ihr euch mit diesem Bereich der Metaphysik mal befasst, dann wisst ihr, wie viele geile Bücher um die Jahrhundertwende rausgekommen sind. Da gab es die New Thought-Bewegung in Amerika. In England gab es grandiose Sachen. Versteht ihr das? Das heißt, unsere Verantwortung als Mensch geht weit über unser eigenes oder individuelles Dasein hinaus. Wir haben eine kollektive Verantwortung. Das haben wir auch nicht in der Schule gelernt. Um deine Lebensumstände alle zu verändern, ich sag's gerne nochmal, egal wo du stehst, egal was jetzt ist, egal wie scheiße die Situation jetzt sein mag, spielt keine Rolle. Mit diesem Wissen kannst du in eine neue Richtung gehen, in eine andere Richtung gehen und kannst sagen, yes, Chaka, ich weiß es, ich kann es, ich tue es, ich will es. Bam. Keine Diskussion.